So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr habt zum letzten Part mitbekommen, da gab's Historisches. Im 159. Part der Darmstadt-Karriere gab's den höchsten Sieg, ein 6:0. Das Ganze mal so nebenbei in der Champions League gegen Fenerbahce Istanbul, leider Gottes. Und das ist halt die ganz bittere Geschichte an der ganzen Sache. Hat's nicht gereicht. Wir standen oder stehen nur auf Platz 3. Napoli hat zeitgleich Barcelona mit 1:0 geschlagen. Dementsprechend geht's leider nur nach Europa. Aber, und das habt ihr in den Kommentaren auch schön zusammengefasst, und das, glaube ich, passt auch ganz gut, es war unser Ziel. Es war unser Ziel, unter die Top 3 in dieser Gruppe zu kommen, auch im Jahr 2019. Dann letztendlich international zu spielen. Das haben wir geschafft und dürfen jetzt gegen Panathinaikos ran. Richtig geile Partie, die ansteht in der ersten K.O.-Runde. Dürfte, glaube ich, das 16. Finale der Europa League sein. Zunächst mal auswärts in Griechenland und dann zu Hause am Böllenfalltor gegen Panathinaikos. Wird sehr, sehr interessant, aber ihr seht auch, das ist erst irgendwie Ende Februar. Da haben wir noch ein bisschen hin. Heute steht erstmal der VfB Stuttgart auf dem Plan. Nach der Champions League ist vor der Bundesliga und zeitgleich auch vorm DFB-Pokal und vorm Kracher gegen die Bayern. Also die nächsten zwei Parts, der heute und die zwei verbleibenden dann noch, die anstehen, bevor wir in die Transferperiode reingehen, die werden dann schon sehr interessant. Da werden wir uns nochmal hoffentlich in der Tabelle ein bisschen nach vorne kämpfen können. Und man muss auch dazu sagen, ihr seht es an der Tabelle, die jetzt im Hintergrund ist, wir haben es sogar selbst in der Hand, so doof es klingt, Herbstmeister zu werden. Wir haben es selbst in der Hand. Gegen Stuttgart, wenn wir gewinnen, die Bayern zeitgleich auch am 16. Spieltag heute 3 Punkte einfahren, ist es weiterhin ein Punkt Unterschied zwischen den Bayern und uns, und dann gibt's das direkte Duell am 17. Spieltag um die Herbstmeisterschaft. Ich bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen, aber das liegt alles noch so ein bisschen in den Sternen. Es ist heute übrigens nochmal so, der letzte Part, würde ich fast sagen, wo wir einfach mal reinstarten ins Match und uns noch nicht groß um Transfers kümmern. Ich habe mir aber gedacht, damit zumindest ihr euch schon mal Gedanken machen könnt und damit ich vielleicht im nächsten Part schon mal den ein oder anderen scouten kann, wollte ich euch nochmal kurz unseren Verein zeigen, beziehungsweise allgemein die Mannschaft. Gerne für die Leute, die sich da ein paar mehr Gedanken machen wollen, auch einfach mal kurz pausieren, sich das Ganze anschauen. Ich werde auch hier nochmal die Auswechselbank, machen wir erstmal so, zeigen. Dann könnt ihr euch da nochmal Gedanken machen und sagen, Mensch, auf der und der Position haben wir schon gute Spieler. Auf der und der Position müssen wir uns vielleicht noch verstärken, dass ihr da euch vielleicht Gedanken machen könnt, damit ich da wirklich wieder so viele Infos von euch bekomme und das Ganze so interaktiv gestalten kann wie nur möglich. Von dem her, lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, damit wir da, wie gesagt, für die nächsten Wochen dann noch planen können und den ein oder anderen vielleicht schon scouten können, um dann während der Transferperiode beziehungsweise gleich am 1. Januar zuschlagen zu können und da gleich mal die ersten Deals aushandeln können. Ich meine, wir haben jetzt noch knapp 2 Wochen. Ist, glaube ich, ganz gut, um da, wie gesagt, schon die ersten Informationen bezüglich dem ein oder anderen Spieler einzuholen. Sprich, da Gedanken machen, gerne auch in die Kommentare schreiben, da werde ich mir ein paar raussuchen und dann einfach mal das Ganze angehen. Ich muss gestehen, ich habe mir bislang auch noch relativ wenig Gedanken gemacht, in welchen Mannschaftsteilen es vielleicht noch nicht so passt, sondern will da ganz unvoreingenommen rangehen und euch so ein bisschen entscheiden lassen. Ganz klar. So, wir werden heute wieder ein bisschen tauschen. Ihr seht's, ich glaube, Drimmitsch darf von Beginn an ran, links Kurt, Müller rechts bleibt, Schöpf ist Überlegung, lasse ich aber mal, und ich glaube, wir gehen mal mit Klotz und mit Dahoud auf der Doppel-6. Schöpf muss einfach bleiben, auch wenn er wieder relativ K.O. sein wird. Rechts Touré, links Tolian, da werden wir immer aktuell so ein bisschen hin und her wechseln. Hoffmann muss eigentlich auch fast bleiben. Auf der anderen Seite haben wir aber halt, es ist halt heute ein wichtiges Spiel, aber ich wechsle mal. Ich wechsle mal lieber. Wir haben mal nächste Woche, beziehungsweise dann das Match gegen Mainz in 2-3 Tagen und dann nach Mainz auch nochmal Bayern innerhalb von 2-3 Tagen. Also da geht's kräftig zur Sache. Dementsprechend nochmal den ein oder anderen schonen. Ich nehme auch Hoffmann gar nicht erst mit. Holland kommt, glaube ich, mal raus. Nehmen wir mal Jungwirth mit. Dausch kriegt ein Päuschen Platte rein damit. Der Orban für den Rausch. Und Verratti darf mal mit, weil den müssten wir eventuell sogar einwechseln dann auf 10. Jung können wir eigentlich nochmal mitnehmen hier statt Matip. Ist, glaube ich, geschickter. Dann können wir da auch nochmal ein bisschen mehr Richtung 6er wechseln. In dem Sinn, ich will nicht länger drum rumquatschen. Es gab eh schon ein bisschen was wir jetzt angesprochen haben. Wie gesagt, macht euch gerne Gedanken bezüglich Taktik, bezüglich Spielern, bezüglich allgemeinen Dingen, die wir in der Winterpause jetzt dann wieder mal ändern können. Ich habe es, glaube ich, schon vor ein, zwei Parts mal angesprochen. Es ist ja allgemein immer so, dass wir in der Winterpause größtenteils immer so einen kleinen Cut machen, viele Änderungen vornehmen. Von dem her, schreibt mir das gerne rein. Kleine Info auch noch, weil ich es in den Kommentaren ein, zwei Mal, glaube ich, was gelesen habe, bezüglich dem Gestöber, warum ich das immer einstelle. Ich habe nichts dagegen an sich, wenn es FIFA denn richtig umsetzen würde. Das Problem ist, dass ich da echt absolut nicht durchblicke und zum Teil Kopfschmerzen bekomme, wenn ich bei Gestöber spiele. Dementsprechend stelle ich das mal um.
Sonst, wie gesagt, würde ich das sehr, sehr gerne machen und hätte auch mal Bock auf ein Spiel beim Schnee, aber das macht so nicht wirklich Sinn, Freunde. Gehen wir es an. Darmstadt gegen Stuttgart, 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Geile Partie, die ansteht. Wir mit aktuell 33 Punkten aus 15 Spielen. Das ist ein sehr, sehr guter Schnitt, den wir da am Start haben, auf den wir uns oder über den wir uns sehr, sehr freuen können. Die Stuttgarter, die ganz, stehen die ganz hinten oder verwechsel ich gerade was? Es ist gerade ein bisschen problematisch. Wir haben im Livestream der Karriere mittlerweile bei Stoke City, sind ja gewechselt von Nürnberg zu Stoke City, also da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Da gibt's ja mein Infovideo, wann ich dann stream. Auf jeden Fall, da war Stuttgart, glaube ich, letzter. Dann haben wir die Super League-Karriere und die Karriere jetzt, die alle zeitgleich laufen. Deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr genau, ob Stuttgart jetzt in der Karriere hinten stand oder in der anderen. Naja, werden wir schon sehen. Auf jeden Fall mit am Start ein alter Bekannter vorne. Erin Djerdjok, Freunde, wird also von Beginn an ran dürfen gegen seinen Ex-Verein, gegen die Jungs aus Stuttgart. Da haben wir sie, also Darmstadt. Aber da haben wir die Stuttgarter. 2 Punkte haben sie bislang geholt, was die Auswärtsbilanz angeht. Also wenn man da daheim nicht viele Punkte geholt hat, dann ist Stuttgart wirklich eine Mannschaft aktuell, die um den Abstieg kämpft, beziehungsweise die da vielleicht auch ganz, ganz tief hinten im Sumpf drinne steckt, Freunde. Wir gehen's an. 16. Spieltag. Let's go. Ich will einen Sieg. Wir brauchen einen Sieg. Wir sind der Favorit. Klingt vielleicht dumm, ist aber nach mittlerweile 4 Jahren einfach so, dass wir uns diese Position erfightet haben. Und dementsprechend wollen wir heute die nächsten wichtigen 3 Punkte einfahren, um dann, wie gesagt, auch gegen die Bayern vielleicht die Chance zu haben auf unseren ersten kleinen inoffiziellen Bundesliga-Titel, nämlich die Herbstmeisterschaft 2018-2019. Das wäre natürlich ein Riesending. So, aber erstmal, Stuttgart ist, glaube ich, eine interessante Hürde, die wir erstmal nehmen müssen, ne? Was nicht allzu einfach wird, aber trotzdem, wie gesagt, machbar ist, ganz klar. So, gehen wir es an. Hamburg gegen Dortmund 0-0, da kommt einfach mal ein Ergebnis rein, ist aber nichts passiert. Kann man auch mal machen, FIFA? Kann man auch mal machen. Klotz, schöner Ball, jetzt mal durchstecken, dann ist die Chance da. Dribic, das ging flott. 8 Minuten gespielt, Josip Dribic mit dem 1-0, überragendes Tor. Und mal wieder erklingt die Torhymne. Da ist man ja noch so ein bisschen verwöhnt vom letzten Part, vom gestrigen Part, als man die gute Hymne gleich 6-mal hier in Darmstadt gehört hat. Stark gespielt, Schöpfers, glaube ich, der dann den guten, der den guten Dribic sieht. Und der macht das dann mit dem Außenriss vorbei an Vlacho Dimos. 1-0, Freunde. Was ein Start. Stuttgart, das erste Mal unaufmerksam, unachtsam da hinten. Und schon klingelt, schon schlagen wir zu. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Rüdiger beim VfB unter Vertrag. Das klingt doch auch mal nach einem sehr, sehr interessanten Spieler, nach einer sehr interessanten Personalie für hinten, Jungs. Antonio Rüdiger. Jetzt einfach mal unabhängig davon, ob wir wirklich einen Innenverteidiger brauchen oder nicht, sondern rein nur vom Namen. Der bei einer Mannschaft spielt, die da hinten im Sumpfe des Abstiegs versinkt. Und der doch ganz gerne vielleicht mal Richtung Champions League, Europa League mit Darmstadt planen könnte, oder? Wäre das was? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Also Rüdiger wahrscheinlich da einer der besten und wertvollsten beim VfB. Almami Thuri, guter Ball nach innen. Da ist Dribic. Probiert's und dann ist Vlacho Dimos da. Kriegen wir den nochmal? Es gibt die Eckcap. Da hätten wir sogar mit Dribic noch weiterlaufen können. Stuttgarter, die da sehr, sehr komisch verteidigt haben. Sinan Kurt. Sinan, oh, das ist zu einfach. Da, so kommst du nicht vorbei, Freundchen. So klappt das nicht. Erin Djerdjok. Bislang noch nicht wirklich da vorne in Aktion gewesen, noch nicht eingesetzt worden. Und Dribic, der das stark macht. Guter Ball rübergespielt. Müller. Oh, jetzt werden wir da ein bisschen verschoben, wenn man das mal so nennen kann. Der gute Moderhut. Sonst hätten wir da durchaus mal einen Doppelpass angehen können. Der Hut holt ihn sich wieder. Oh, das war ein schlechter Ball, der aber Gott sei Dank noch irgendwie so ein bisschen ankommt. Oh, und Wembacher macht es auch riskant. Riskant. Wembacher, der ja auch von Anfang an eigentlich bei uns gefördert wird. Einer der relativ wenig Verbliebenen. Ich meine, wir haben ein paar, die noch bleiben. Und 4 Jahre ist halt auch eine gewisse Zeit, in der sich doch ein bisschen was ändert. Da ist übrigens Müller mit der Chance zum 2-0. Aber den wir immer wieder gefördert haben, wo wir mittlerweile aber sagen müssen, macht das noch Sinn, ja oder nein? Also ihr merkt schon, es gibt in der Winterpause sehr, sehr viele Dinge zu besprechen. Ich meine, man könnte sagen, ja, es läuft doch. Was willst du jetzt großartig machen? Hier ein bisschen, da ein bisschen, aber Tüton stark. Genau das ist das, was wir nicht tun sollten, sondern wir müssen uns stetig weiter verbessern, immer, immer versuchen, gleich für die Zukunft weiter zu planen, so wie wir es bislang machen. Und dann sieht man, dass das auch Erfolg hat, so wie wir aktuell agieren und wie wir uns da vorbereitet haben. Dribic, also Stuttgart, auch Rüdiger da hinten, alles andere als sicher. Müller, guter Ball, schon mal wieder ganz unklotz, das ist stark gespielt. Dribic wieder überragend mit der Hacke weitergeleitet. Müller will Dribic spielen, der kommt nicht ganz an.
Aber die Jungs haben Bock, das merkt man. Also, ne, ich meine, es klappt nicht alles. Vielleicht sind wir zum Teil auch ein bisschen zu verspielt heute, aber dieser Spielwitz, der ist absolut da. Drauf da. Flanke kommt nicht schlecht. Aber wir sind da. Können dann wieder nicht gut klären. Drimmitsch, der nicht entgegenkommt. Grueso ist damit am Start. Nach ungelegt, Heiße auf der Dirk. Wie gesagt, der findet noch nicht wirklich statt, aber der kann noch nicht allzu viel dafür. Kriegt da kaum Bälle und das ist wieder der Patzer von Rüdiger. Also hat er jetzt Glück, dass wir das Foulspiel machen. Aber wirklich sicher kommt der einem da hinten nicht vor. So viel muss man auch mal zu dieser Personalie sagen. Wie gesagt, mal schauen. Vielleicht wäre er trotzdem mal was für uns. Aufpassen. Rüdiger abgelegt, klein. Also die Defensiven jetzt gerade mal so ein bisschen vorne. Natürlich die Möglichkeit bei Balleroberung schnell umzuschalten. Ne? Zweimal waren wir ganz nah dran. Kiesewetter, klein. Ristl oder so. Kurz. Ja, der ist gut. Der Hut, der ist noch besser. Aber dann müssen wir draufsteigen. Da tut niemand mit. Tolian, der das stark macht, dann den schlechten Pass spielt. Der Djok. Kriegen wir den? Den kriegen wir. Sulu lässt sich da abkochen, ne? Und kriegt den Freistoß. Also, 7 Minuten noch. Wir haben so ein bisschen die Kontrolle, so die Ultra-Kontrolle, wie man es auch immer nennen will. Über dieses Spiel verloren. Ich denke, wir sind immer noch die bessere Mannschaft und kontrollieren das schon irgendwo, aber nicht mehr so stark wie noch zu Beginn. Stuttgart ist so ein bisschen besser geworden, dadurch, dass wir ein bisschen nachlassen. Ah, und dann will ich es zu fein rausspielen da. Zu viele Lücken versuchen aufzureißen. Klappt nicht ganz. Grueso. Schafft der VfB hier nochmal was. 3 Minuten hat er noch im ersten Durchgang plus Nachspielzeit. Der Ball war zu lang. Es gab, glaube ich, noch keinen Abschluss. Zumindest keinen bei dem Typ. Oh, da war der halt nie und nimmer hingewollt. Nie und nimmer hingewollt. Aber wir können es gut reparieren, Freunde. Ganz tief durchschnaufen. Bitter. Nee, da gab es echt noch keine Aktion, wo Tüton letztendlich mal eingreifen musste. Dementsprechend Stuttgart sehr harmlos. Boah, und dann auch noch hinten mit ein paar Patzern halt. Na, das ist schon... Also wenn es so im zweiten Durchgang weitergeht, dann würde ich mal sagen, dann fahren wir hier auf jeden Fall einen Sieg ein. Und jetzt vielleicht das 2-0. Ach du heilige Klotz. Wo war denn der hin? Also der ging ja 6-7 Meter am Tor vorbei. Wahnsinnsding von Noel Klotz, der den da absolut nicht auf die Kiste bekommt. Und damit ist jetzt Feierabend. Wir gehen rein, Jungs. 1-0 die Führung nach 45 Minuten. Ein gutes Ergebnis. Wir freuen uns. Das sieht sehr schön aus. Aber wie gesagt, und Schöpf müssen wir rausnehmen. Ein bisschen schonen dann für den DFB-Pokal. Ich bring mal den jungen Orban. Ich bin auch am Überlegen, ob ich hinten wechseln soll. Ich glaube, ich nehme mal Sulu raus. Oder ist das zu riskant schon? Ha, das ist die Frage. Aber ich glaube, ich mach's. Ich nehme mal Sulu raus. Auch der kriegt ein Päuschen nochmal. Wir haben 2 wichtige Spiele, die jetzt nochmal anstehen. Wie gesagt, gegen die Bayern und gegen Mainz im DFB-Pokal. Das wird nochmal hart. Und das, wie gesagt, innerhalb von 5-6 Tagen. Jetzt so großartig Pause gibt's da nicht. Hoffmann, den wir ja schon vorm Spiel oder für die ganze Partie geschont haben. Und da kriegt jetzt ein Sulu auch nochmal ein Päuschen. Gut, von Orban holt ihn sich wieder. Ich glaube, das klappt. Da vertrauen wir natürlich auch den Kollegen, dass wir das hinkriegen. Und dann erstmal geklärt von Sunjic. Also, rein in den zweiten Durchgang. Bitte relativ früh vielleicht das 2-0 machen. Dann ist hier eigentlich der Drops gelutscht. Und dann sieht das eigentlich soweit wunderbar aus. Aber natürlich auch alles ein bisschen einfacher gesagt als getan. Müller sieht Drimmitsch geht vorbei. Drimmitsch, das ist gut. Das ist stark. Das ist einfach der Wahnsinn. Josip Drimmitsch, Doppelpack. Gerade rede ich vom 2-0. Und dann denkt sich Drimmitsch, ja, dann machen wir das halt wie im ersten Durchgang, oder? Machen wir halt gleich nochmal eine Küste. Gleich zu Beginn, gleich nachdem der Schiedsrichter angepfiffen hat. Richtig starker Ball von Müller. Drimmitsch geht an Vlacho Dimos vorbei und schiebt ihn dann aus einem eher spitzen Winkel. Wunderbar ein. Zweites Tor von Drimmitsch heute. Also der hat Bock, der Kollege. Der ist in einer absolut bombastischen Form, war er ja schon vor der Partie. Und jetzt legt er da nochmal 2 Kirschen drauf. Besser geht's fast nicht, Freunde. Allerdings aufpassen, das wäre jetzt natürlich auch noch so ein Ziel, hier zu 0 zu spielen. Stuttgart, die uns heute nicht wirklich fordern, die heute nicht wirklich gut sind, muss man, auch wenn ihr vielleicht VfB-Fan seid, es tut mir leid, aber muss man einfach neutraler, ehrlicherweise heute so sagen, da ist... Zu wenig dahinter. Wie gesagt, kein einziger Abschluss, kein einziger Schuss aufs Tor oder überhaupt ein Schuss. Das ist natürlich zu wenig. Wie willst du da gewinnen? Zur Not müssen wir mal aufs eigene schießen. Dann haben die Stuttgarter vielleicht mal was für die Statistik. Wer weiß. Aber das ist, wie gesagt, einiges zu wenig. Bin ich auch mal gespannt, wo die Stuttgarter jetzt nochmal gestanden haben. Ob ich da die Karrieren mittlerweile verwechsel oder ob ich doch richtig gelegen habe, dass Stuttgart letzter war. Und irgendwie sogar noch kein Spiel gewonnen hat oder so. War da nicht was? Oder war das denn? Ich weiß. Es sind so viele Karrieren, die wir gleichzeitig spielen, Jungs. Egal ob im Stream oder hier auf YouTube. Ich blick nicht mehr durch. Verdammt. Aber okay.
Ich meine, in der Super League kann es nicht sein, weil da spielt Stuttgart nicht mit. Jetzt gibt's die Chance zum 3-0, Dahoud. Und dann ist das passiert. Also, Jungs, das ist jetzt das 9. Tor, das die Jungs da im Hintergrund, nämlich die Fans, feiern dürfen. Im 2. Spiel. 9 Tore hier am Böllenfalltor innerhalb von 2 Spielen. Und diesmal macht Strimic nicht selbst, sondern legt ihn vor. Absoluter Wahnsinn. Also, das ist schon, Stuttgart geht hier so ein bisschen unter. Kiesewetter zurückgelegt. Sundžić. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass die hier nicht das Fenerbahce 2.0 sind. Also wenn wir hier nochmal so einen ähnlichen Sieg hinkriegen. Ich meine, allein ein 3-0 ist schon verdammt stark. Wir haben noch eine halbe Stunde zu gehen. Vielleicht schaffen wir noch ein Türchen, ein 4-0 oder so. Dann wäre das bombastisch. Bin ich mal sehr gespannt. Wer auf jeden Fall jetzt dann noch seine Auswechslung kriegt, außer es ist irgendwie noch fitnesstechnisch was zu tun, ist ein Drimmitsch. 2 Tore, eine Vorlage, bombastische Form, bombastische Partie. Wird, denke ich, mal rausgehen. Und eventuell bringen wir dann den Platte oder den Maxi. Bin ich noch am Überlegen. Platte war ja auch so die Personalie, mit der wir noch, oder wo wir uns noch mit beschäftigen wollten, sollten, müssten. Aber das dann, wie gesagt, alles bei Zeidor Drimmitsch. Schade, wenn er den noch spielen kann. Wird sehr, sehr interessant. Der Djok. Kommen wir nicht hin. Sundžić. Ah, die Gritsche war gut. Aber ich glaube, nee, Klotz hat da nicht mal zuerst den Mann erwischt. Chiri hat da, oder hätte weiterlaufen lassen. Pfeift jetzt aber doch ab, okay. Was mir gerade noch so einfällt, weil ich irgendwie gerade an die Super League-Karriere nochmal denken musste. Wir können auch gerne, wenn es dann um Transfers geht, vielleicht mal so ein bisschen diese Infokarten mit benutzen. Ne? Es ist sicherlich ein bisschen schwieriger mit Darmstadt. Aufpassen. Gute Möglichkeit. Es ist sicherlich ein bisschen schwieriger, weil wir halt nicht ganz so viel Geld haben wie in der Super League und da nicht, ne, alles rauskloppen können, sage ich mal. Ich bringe trotzdem mal Maxi vorne. Macht, glaube ich, auch rein fürs Spiel mehr Sinn, nochmal eher einen schnellen Stürmer vorne reinzuschmeißen. Auch wenn es schon entschieden ist. Aber dass ich da vielleicht mit den Infokarten auch ein bisschen arbeite bezüglich Transfers, damit ihr da, oder damit ich da eine wirklich gute statistische Auswertung habe bezüglich Transfers, die Mehrheit will. Kommentare ist auch immer schön, um so die ersten Leute zu finden, um so ein bisschen die Wunschliste zu füllen, ne, wo man sagt, Mensch, der schlägt den vor, die gucken wir uns alle mal an. Aber wenn es wirklich darum geht zu entscheiden, nehmen wir jetzt Spieler A oder B, da ist, glaube ich, so eine Info, also so eine Umfrage per Infokarte ganz nice. Da können dann, wie gesagt, auch wieder alle mitmachen, egal ob Handy oder an der PC-Version. Anders wie bei den Kommentaren, wo man ja zum Beispiel nicht die Kommentare hochliken kann am Handy scheinbar. Ich weiß es gar nicht genau. Jetzt mal den guten Mann schicken, den guten Maxi schicken. Der kriegt die Chance, der nimmt den auch einigermaßen ordentlich mit. Wartet auf einen Mitspieler, da kommt nur keiner mehr. Maxi, jetzt stark rübergespielt, Orban. Eigentlich will ich mit Orban mal eine Kirche machen. Das wäre mal geil. Mit dem Orban. Oh, und jetzt wollte ich ihn ablegen. Da wäre die Chance gewesen. Aber das werden wir dann, wie gesagt, schauen, wenn es soweit ist. Und wie gesagt, inwieweit ich das dann auch im Let's Play umsetzen kann. Weil meistens ja die Transferverhandlungen dann doch über... Ja, in der Wintertransferperiode nicht so, weil da haben wir eigentlich kein Spiel, das ansteht. Wo wir sozusagen erst ein bisschen über Transfers quatschen, dann ein Match machen, dann wieder über Transfers quatschen und so, sondern da werden wir wahrscheinlich ja die Wintertransferperiode so ziemlich in einem Part fast aufnehmen und dann ist ja Ende Januar das nächste Spiel erst. Aber das werden wir mal schauen, wie wir das alles hinkriegen. Machen wir schon, das passt. Haben wir bisher immer geschafft, Jungs. So, wir kriegen nochmal den Freistoß. Ihr seht, ich kann über viele Dinge gleichzeitig quatschen, denn es passiert nicht mehr viel. Die Stuttgarter gerade so fast mit dem ersten Abschluss. Ich glaube, man hat immer noch keinen einzigen Schuss aufs Tor. Das ist schon... sehr, sehr hart und sehr, sehr bitter aus Sicht der Schwaben. Das ist natürlich, wie angesprochen, wie schon einige Male angesprochen, viel zu wenig. Klotz nochmal. Oh, schaut euch mal das an. Schaut euch mal das an. Sinan Kurt, der läuft da vorbei, als wäre Wochenende. Wahnsinn. Schön gemacht. Sundžić kann klären. Freunde, 3 Minuten noch zu gehen. Und dann ist es hier amtlich, dann ist es hier vorbei. Und dann fahren wir hier die nächsten ganz wichtigen 3 Punkte an. Was war denn das für ein Ball? Kliman, jetzt bitte aufpassen, nicht noch ein Gegentor kassieren. Antonio Rüdiger, den will ich mir und das hoffentlich merke ich mir. Das meistens sage ich ja immer Ende vor der Partie, das und das will ich machen und dann vergesse ich es wieder. Ich weiß, Jungs. Also ich weiß, dass ich es vergesse. Aber den will ich mir jetzt nochmal anschauen, dann. Ich hoffe, ich denke dran. Was der so für Stats hat, ich denke mal, das ist auch ein Spieler, den wir schon bislang einigermaßen gut gescoutet haben, wo wir schon ein paar Infos haben. Wenn nicht, dann werde ich da auf jeden Fall mal den Scout beauftragen, dass der da mal ein bisschen drüber schauen soll. Wie der so aussieht, da ist er wieder, der Antonio. Gut gemacht von Touré. Aber wie gesagt, wäre sicherlich eine interessante Option aus der Bundesliga. Einer, der, glaube ich, auch verdammt gut nach Darmstadt passen könnte, wenn man denn da auf der Position jemanden braucht. Aber gut, wir sind erstmal soweit fertig mit dem 16. Spieltag. 3-0 Erfolg gegen die Jungs aus Stuttgart. Wir freuen uns. Einen Schuss hat der Mann sogar. Drimmitsch mit einer 9,7. Also das ist schon krass. Der Kerl ist schon krass.
So, wir schauen mal rein. Die Bayern spielen wie? Die spielen gar nicht. Okay, die Bayern spielen gar nicht. Dementsprechend ändert sich tabellentechnisch erstmal nichts. Schalke hat gewonnen gegen Mainz. Also die bleiben auch relativ nah an uns dran. Und wir gehen jetzt erstmal rein, werden schnell trainieren. Und dann, bevor ich es vergesse... Ach ja, wir sollten übrigens, das habt ihr noch geschrieben, jetzt habe ich es vergessen. Nämlich vom Kollegen Dausch ein bisschen mehr vielleicht Richtung Elfmeter noch trainieren. Habe ich jetzt leider verpeilt. Ich hoffe, ich denke da nächstes Mal dran. Geh noch schnell die Pressekonferenz an. Ich würde sagen, wir können uns loben. Eigentlich hätten wir mal Drimmitsch loben können. Sorry, Jungs. Boah, ich muss aufstoßen von was auch immer. Ich weiß es nicht. Nächste Partie. Und die Bayern verlieren. Aber das ist DFB-Pokal, verdammt. Also ich meine, ist auch geil und krass, aber... Okay. Aber das war schon... Stimmt, das war schon der letzte Spieltag. Es ist ja wieder so, dass Bayern Dortmund nicht dabei ist. Schalke ist noch dabei. Krass, ne? Also, wie letztes Jahr. Wahnsinn. Holen wir uns wieder den Titel, das wäre ein Ding. So. Wir gucken jetzt mal rein. Wir gucken jetzt nochmal rein, Jungs. Let's go. Rüdiger. Antonio Rüdiger. Ist halt die Frage, ob man den braucht oder eben nicht. Und wie viel der wert ist und. 10 Millionen Mark wert. Wir bitten mal, ihn zu beobachten. Er hat halt unfassbar geile Stats. Hau ihn auch mal auf die Wunschliste. Der hat halt schon mega Stats. 6 Tage noch, dann wissen wir da mehr. Krasser Scheiß. Also, 10 Millionen Mark wert. Ich meine, ihr seht es auch hier nochmal, damit ihr das vielleicht für eure Planungen noch mit reinnehmen könnt. Wir haben knapp 20 Millionen Transferbudget und 80.000, die wir wahrscheinlich gar nicht so sehr brauchen. Wahrscheinlich eher so. Ja, wobei, wir sind mittlerweile schon in der 4. Saison. Ja, 20 Millionen und 70.000 ungefähr werden wir wahrscheinlich haben. Ich kann euch heute auch hier nochmal schnell das Gehaltsgefüge zeigen. Also 90.000 Tüton, der krasseste. Also das ist heftig, aber er ist auch ein verdammt wichtiger und starker Keeper. Schöpf 60.000 und. Wir können auch nochmal schnell reinschauen. Burgi hat den Vertrag erstmal abgelehnt. Wir haben dann einige wieder, die anstehen. Wittek, Wembacher, Jungwirth, Franchitsch, Rausch, Zulu, Müller, die alle noch ein Jahr bzw. 1,5 Jahre Vertrag haben. Aber da werden wir uns dann drum kümmern, wenn es soweit ist. Wir gehen jetzt nochmal 2 Tage voran. Wie gesagt, Mainz steht vor der Tür. Spielerverlust droht. Ja. Wir werden ein bisschen wechseln. Drimmitsch von Beginn an. Hinten Hoffmann ist wieder fit. Da Costa. Links Holland. Da bin ich eigentlich... Also da bin ich echt mega zufrieden, muss ich mal so sagen. Links Rausch ist fitter. Müller bleibt mit am Start. Aber was wir Außenverteidiger haben... Ich meine, Holland ist spielerisch stark. Da Costa ist stark. Touré ist einfach stark. Und Dolian ist auch stark. Also da können wir komplett rotieren. Das freut mich, dass wir da wirklich Optionen haben. Um einfach mal auch nichtsdestotrotz wieder mit einer fitten Elf das Ganze angehen zu können. So, das können wir löschen. Guido Burgstaller kann jetzt erste... Stimmt, fuck, der kann ja schon Gespräche irgendwie angehen. Das Problem ist nur, brauchen wir den wirklich? Das ist halt so die Frage. Eigentlich nicht, also ich würde den gern verkaufen, aber ja, geht halt nicht mehr so wirklich, ne? In dem Sinn. Naja, werden wir schauen. Werden wir mal gucken. In dem Sinn würde ich sagen, war es das erstmal für heute mit dem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wenn ihr noch nicht Abonnent seid, lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Jungs. Macht's gut, wir sehen uns. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.